da draußen. Ich bin's wieder, Noais, die blinde Indianerin. Ich sag es immer am Anfang liebend gerne. Ich sehe nichts. Nein, ich habe kein Augenlicht. I'm blind, immer noch. Ja, ihr Lieben, auch wir haben geschmückt, aber wir feiern kein Weihnachten wie andere. Es gibt bestimmt auch andere Kulturen, die auch kein Weihnachten feiern, wie Indianer, also wie Indigene, nach alter Tradition, Old Tradition, feiern kein Weihnachten. Weil für uns gibt es das einfach nicht, wenn man da mal wirklich so hinschaut. Ich habe nur das andere Mikrofon weggelegt, ihr Lieben. Ja, ich habe wieder etwas mitgebracht, die neuen Kornkreise. Der liebe Red Bull Eagle hat wieder geholfen, auszusuchen und andere Lebensformen. Das wäre natürlich auch mal ein sehr schönes Thema, über Weihnachten zu sprechen. Weihnachten, Geld. Geld, Weihnachten. Könnten eigentlich gleich mal gerne reingehen, oder? Ja. Ihr Lieben, ich habe hier oben wieder außerirdische Wesen mitgebracht. Aus Filmen natürlich. Ja, aber diese Wesen gibt es immer wieder auch. Ja, die sind wirklich Existenz in anderen Schwingungen. Andere Galaxien, andere Planeten, nicht von diesem Planeten. Nicht aus dieser Schwingung, nicht aus dieser Galaxie. Ich habe auch hier Kornkreise, original wieder. Ich habe auch Fakes. Ich habe gerade welche in der Hand gehabt, wo wie eine Katze drauf war. Nein, das machen außerirdische Wesen nicht, dass sie eine Katze draufsetzen auf ein Feld. Dieses hier finde ich auch sehr bemerkenswert und sehr beeindruckend. 1, 2, 3, 4, 5, das kann man zählen, 1, 2, 3, 4, 5, also es ist halt, zieht sich immer wieder durch. Es ist alles identisch, exakt, wirklich gleich. Es ist auf ein Feld, hier sind die Traktorspuren. Dieses hier finde ich auch sehr, sehr, sehr schön. Für mich ist es wie nach oben gewölbt, ja, wie ein richtiges, echtes UFO hier gelandet ist. Oder, lieber Red Bull Eagle? Ja, sehe ich auch so. Und mit meinen Augen sieht das auch so aus, dass das nach oben gewölbt ist. Magst du vielleicht auch mal von dieser Seite? Du musst um den Hund herumgehen. Ja, du bist Tierfreund, du bist tierlieb, also musst du um den Hund herumgehen. Schleich dich da herum. Oder dieses hier, das ist auch sehr, 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 sehr schön. Das sind auch wieder Traktorspuren, ja? Ja. Und hier wurde etwas anderes reingemacht. Ja, das sind alles Planeten. Also die UFOs, die außerirdischen Wesen, die hier hingekommen sind, gelandet sind auf dieser Welt, auf Mutter Erde, zeigen wirklich, woher sie kommen. Also diese sieht wirklich aus wie eine Kuppel. Und dieses hier wie ein Ammonit. Ja. Ne? Das ist aber wirklich ein Fingerabdruck von einem UFO. Nee, ich lasse mal jetzt den Red Bull Eagle alleine. Da schauen für euch, ihr Lieben, da draußen. Ich ziehe mich mal ganz kurz raus. Und dann gehen wir gleich in das neue Thema rein. Ein Schüler ist gerade gekommen, der liebe Red Ol. Mein Gegenspieler mal wieder. Hi, hi. Ich gebe dir das andere Mikrofon mal eben drüber. Bitteschön, mein Gegenspieler. Wie bei James Bond, ne? Hallo, Noais. Hallo, lieber Red Ol. Wir hatten gerade das Thema gehabt über Sekteninfo, dass wir immer wieder angeprangert werden. Leider. Hast du noch was dazu zu sagen? Fällt dir da noch was ein? Ja, dazu? Ich finde es schade, dass man so darüber hinweggeht, nur weil was Neues da ist, was ganz Fremdes. Was eigentlich schon uralt ist, schon in Nordamerika zur Urzeit da war. Mhm. Eine Kultur, die entstanden ist, die niedergemacht wurde. Ja, heute eigentlich auch, oder? Und heute noch niedergemacht wird. Das erleben wir jetzt ja in den Vorfällen, die es hier gab, dass man einfach den Respekt verloren hat vor solchen. Hier gibt es ja sogar noch andere indigene Indianer in Stuttgart. Ja, gibt es welche in München?
Ja. Es gibt in Wiesbaden. In Wiesbaden, überall. In Frankfurt, überall. Richtig, überall schwirren Indigene rum. Mhm. Nur da wird nicht so viel drüber erzählt, gemacht, getan. Wahrscheinlich, weil ich ja auch noch hellsichtig bin, auf alle Ebenen. Dass ich da mehr zerpflückt werde, weil ich ja sage, Thomas ist der Mensch, der da sitzt, aber Red-Ol ist das Wesen in der Aura von Thomas. Ja. Und darum werde ich wahrscheinlich oder du so angeprangert, denke ich mal. Wir werden ausgegrenzt, wir werden beobachtet. Egal, ob ich durch die Stadt laufe oder wenn ich zur Arbeit komme, weil ich mich anders kleide. Ja. Hat eine Kollegin gesagt, als sie mich bei den anderen vorstellte, die mich noch nicht kannten, am Telefon sagte sie, ja, es ist ein sehr netter, aber an sein Aussehen müsst ihr euch gewöhnen. Oh, er ist anders. Das ist aber heftig. Aber ich bin stolz darauf, weil ich was anderes bin. Im Umkehreffekt musst du dich aber an die Deutschen gewöhnen. Ich muss mich daran gewöhnen, an ihre Art. Was heißt, ich kenne wie sie ja. Aussieht. Ich kenne ja ihr Wesen, also das Menschliche. Aber ich bin ja das nicht. Ich bin zwar Mensch, habe aber in meiner Aura ein Wesen, das mich unterstützt, das mich mitträgt in diesem Leben und für das, dass ich auch Verantwortung habe. Genau, richtig. Verantwortung, oh ja, das geht in jede Richtung. Und das geht in viele Richtungen. Und das ist richtig. Da möchte ich auch dem Wesen gerecht werden, das in meiner Aura ist. Und dann kommt das Indianische noch dazu, welches ich ja schon durch viele Bücher, durch dich kennenlernen darf und wiederentdecken, was in mir schlummert, weil ich in früheren Inkarnationen auch Indianer war. Richtig, ganz genau. Und da sind wir fast alle hier so gewesen. Richtig. Und diese Kultur wollen wir ja wieder aufleben lassen. Wir wollen sie ja nicht verdrängen, weil das ein Teil von uns ist. Mhm. Es ist wirklich, ich gehe mal raus. Ich lasse dich einfach weitermachen. Ich finde das ganz toll. Es ist du hast dich wegen der letzten Zeit, also in diesem Jahr, so dich sehr gut gemacht. Wirklich sehr gut. Ich erwarte, dass wir ein Zeichen bekommen, aber wir kriegen noch kein Zeichen. Geben wir ein Zeichen, lieber Red Blue Eagle? Wir kriegen ein Zeichen. Okay. Wir machen eine kleine Pause. Danke, bis gleich, ihr Lieben.